Ja, dann herzlich willkommen. Da sind wir wieder bei Heavy Traders. Was steht heute an? Ja, so einiges, muss man schon sagen. In den USA kommen möglicherweise zwei wichtige Daten heraus. Um 16 Uhr dieser JOLTS Stellenangebote Report. Dann um 20 Uhr, das könnte noch spannender werden, was die Marktteilnehmer da möglicherweise zwischen den Zeilen lesen oder auch nicht. Ja. Das Beigebuch. Das Beigebuch kommt um 20 Uhr raus in den USA. Na gut, wir werden sehen, ob das mehr Volatilitäten mit sich bringt. Gehen wir gleich mal in die Charts hinein. Ne? Wir werden natürlich alles dann später um 14.15 Uhr in unserer Sendung Zertifikate Trade des Tages exakter und genauer, detaillierter besprechen. Aber jetzt hier mal ein kleiner Überblick. Gut, Nasdaq 100, man sieht es hier im Chart, hält sich ja super. Ja? Auf Allzeithochniveau. Ja, gerade die Fangs sind auch super gelaufen. Gestern, die haben das Ganze noch am Leben gehalten, ja? Während die Old Economy, so ein bisschen der Dow Jones, rückläufig war. Der DAX lässt heute auch ein bisschen die Nase hängen. 15.620 Punkte. Der DAX sehe ich hier gerade. Ja. Also schon deutlicher unter dieser ja, ominösen 15.800er Marke, auch deutlich unter der 16.000er Marke. Aber gut, die Nasdaq 100, man sieht es, hält sich wacker. Ja, liegt tatsächlich an diesen ja, Schwergewichten, vor allem Fangs, Apple, Netflix, Google, wie sie nicht alle heißen. Die halten das alles schön aufrecht, aber nicht in allen Einzelnen, muss man schon sagen. Gut, das ist nur der gesamte Überblick, weil der Wert, den wir dann gleich im Anschluss besprechen werden, natürlich auch an der Nasdaq notiert. Gut, aber Bitcoin, das ist das Thema, ja, auch den Wert, der danach kommt natürlich, aber Bitcoin gestern, ja, kann man schon so sagen, ähnlich wie bei Gold, so ein kleines Gut, ja, 19% Einbruch von hier auf 52.800 bis hier zum Low gestern, so ein kleiner Flash-Crash, ähnlich wie eben bei Gold, wie gerade erwähnt, gesehen, dann Rebound zurück hier in unserem Bereich von 47.500, heute sind wir auch ein bisschen südseitig unterwegs, aber hat sich beruhigt, ja, kam so ein bisschen aus heiterem Himmel, muss man sagen, nachdem wir schon so gut unterwegs waren, seit 20. Juli, schöner Aufwärtstrend, dann so eine Klatsche, so aus dem Nichts, ja, möglicherweise, also das gibt es wohl als Begründung, ja, El Salvador als Zahlungsmittel eingeführt, den Bitcoin, Probleme mit dem Wallet, bliblablub. Also, na gut, scheinbar sind die Marktteilnehmer da sehr empfindlich und haben darauf empfindlich reagiert oder die Gunst der Stunde genutzt, auch Shorties hier reinzuballern. Jedenfalls ging das massiv runter. Also ganze 10.000 Dollar hier verloren, wirklich von 52.800 bis hier runter 42.800. Exakt 10.000 Dollar, ja, plus minus natürlich 19%. Gut, aktuell berappeln wir uns. Und weswegen zeigen wir das? Weil unser Zertifikat des Tages ist die Marathon Digital. Ja? Also nicht zu verwechseln mit Marathon Oil, das gibt es auch. Nein, Marathon Digital, so eine Holdinggesellschaft, ja, kennt man vielleicht in der Bitcoin-Szene. Die haben sehr viele Beteiligungen und Patente gesichert hinsichtlich Encryption, also alles, was mit so Blockchain und eben Bitcoin zu tun hat. Also gut aufgestellt, war nämlich genauso wie der Bitcoin sehr gut unterwegs seit dem 20. Juli. Ne? Das haben wir genau mitgemacht mit dem Bitcoin. Gestern eine massive Klatsche von 9,26%. Ne? Also diese Einzelaktien, die Miner und so weiter, auch diese Marathon Digital, bleibt dadurch natürlich nicht verschont, ja? Obwohl wir gut unterwegs waren. Und das ist halt eben möglicherweise ja, für uns hier bei Heavy Traders die Gunst der Stunde zu nutzen. Ja, und vorbörslich sehe ich hier, sind wir auch nochmal einen Ticken leichter mit 0,6%. Hier sieht man es, bei 39,15 Dollar sind wir. Gut, trotzdem, der Aufwärtstrend ist intakt. Die Idee wäre natürlich, dass der Bitcoin selbst sich berappelt, ne, wieder auf der Oberseite Richtung Norden läuft, wenn wir uns dann, wenn die Gemüter sich beruhigt haben und die Marathon Digital das dementsprechend ja, fast 1:1 mit der Korrelation da mitmacht, mit eben Zielen hier, ja, hier an dieses Allzeithoch von ja, knapp 58 Dollar. Laufen zu können. Genau, so viel zu den Charts. Dafür haben wir euch natürlich ein zugehöriges Zertifikat von Morgan Stanley mitgebracht mit der Wertpapier-Kennnummer, ist ja auch eingeblendet, MA88FL, eine ganz einfache Nummer. Ja, der Hebel ist extra konservativer als konservativ gewählt, ja, im Vergleich zu dem, was wir sonst so tätigen, nämlich bei ja, rund zwei Hebel. Ist das relativ volatil? Gestern Abschlag von 10%. Wenn man das mit drei Hebel angewürde, 30% Verlust sofort. Nee, muss nicht sein. Natürlich auf der Oberseite genauso. Gewinn bringt natürlich dementsprechend, wenn man das gut erwischt. Aber Hebel 2 reicht uns erstmal, ist okay, sowieso recht volatil, der Bitcoin und Marathon Digital dementsprechend
auch. Gut, ja, dann sind wir auch schon soweit durch, ja, mit dieser Sendung. Bleibt dran natürlich. Wir sehen uns später um 14.15 Uhr in unserer Zertifikate-Trade des Tages Sendung. Da werden wir natürlich nicht nur Bitcoin allgemein und auch Marathon Digital besprechen, sondern möglicherweise auch noch weitere, ja, Branchenmitglieder oder Konkurrenten eben, die da mitspielen in diesem Bitcoin-Sektor. Genau, also registriert euch kostenfrei bei heavytraders.live und schaut uns dann zu, wie wir das Ganze auseinandernehmen mit der Marathon Digital vor allem. Also bis später und bleibt dran. Mein Name ist Blasius Kiss und ich bin Rohstoffhändler bei Heavy Traders. Analysiere Charts, handle die Märkte und dokumentiere deine Trades als Händler im Heavy Traders Livestream. Du hast Trading- und Börsenerfahrung und möchtest auch Teil des Teams werden? Bewirb dich jetzt bei Heavy Traders.